Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier aus CGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir hören gerade Higher Octane. Das ist so, heißt das Lied, was da gerade läuft. Und haben hier natürlich unseren Patienten noch, der hier vor uns steht und wo wir natürlich noch ein paar Teile ersetzen müssen. Ein paar haben wir schon gekauft. Die Filter habe ich noch nicht ausgewechselt, okay. Ich schon. Und hier haben wir noch ein bisschen was anderes. Da müssen wir aber erst auf die Teststrecke. Aber damit wir auf die Teststrecke können, muss das Fahrzeug natürlich wieder komplett zusammengesetzt sein. Und wir müssen alle Teile quasi wieder anbauen. Deswegen gehen wir jetzt in den Anbaumodus und dann werden wir hier mal anfangen, die einzelnen Teile wieder sozusagen zusammenzubringen. Und ich glaube, bei den Steuerketten, eine haben wir neu. Mal gucken, ob das die richtige war, die wir da neu gemacht haben, oder die falsche. So, das ist ja auch immer so eine Sache, aber da sind beide kaputt, also da muss ich noch eine kaufen. Die unterschiedlich? Nee, ne? Das war die kurze Steuerkette einfach nur. Gucken wir mal. Steuerkette. Upsala. Steuerkette. Oh. Die müsste es sein. Die müsste es sein. Die müsste es sein. So, dann wollen wir mal. Kann er anbauen. Und ja, die war es auch. So, dann haben wir eine neue Wapu. So, das hat uns ja auch $50 gekostet, dass wir das ausgebaut haben, bevor wir das Wasser abgelassen haben. Okay. Passiert. So, dann haben wir hier auch eine neue Steuerkette. Und jetzt kommen hier die Steuerkettenführung. Die müssten auch alle neu sein. Dass ich genügend gekauft habe. Da haben wir auch eine neue, sehr schön. Rein. Farbe rein. Und jetzt können wir das Gehäuse schon davor nageln, aber wir machen jetzt erstmal die Lima wieder rein. Und den Generator. So. Sehr gut. So, dann können wir dieses Gehäuse hier wieder davor bauen. Das war schon schwieriger zu finden, wo da welche Schrauben dran abzuschrauben sind. Da sind aber auch wirklich viele Schrauben drin, muss man ehrlich mal sagen. Ja, da oben habe ich irgendwo eine Schraube erwischt. Okay. Ach, die habe ich erwischt hier wahrscheinlich. So, das ist das hier alles dran oder nicht? Nee, eine fehlt noch. Oh. Wie ist da? Ach, hier. Da auch noch eine. So, jetzt ist alles dran. Gut, dann war das mit der Ölwanne, aber die muss ich von unten anbauen. Okay, dann machen wir das erstmal von unten dran. So. Obwohl, hätte ich gleich den Ölfilter mitnehmen können, ne? Na egal. Anbauen die Ölwanne. So, das sind aber auch mächtige Bolzen, die Ölwanne hier festhalten. Kann man hier noch sagen. Mächtig, gewaltig. Und dann hier drüben noch. Zack. Zack. So. Gut, was für einen Ölfilter brauchen wir hier? Da brauchen wir den Yelden. Na, ganz klar, den holen wir uns mal einen davon. Dann haben wir den nämlich schon mal eingebaut. Filter. Den Kraftstofffilter brauchen wir auf jeden Fall ein. Beim Luftfilter weiß ich nicht, welcher es war. Brauche ich so einer hier oder der hier? Aber ich bin mir nicht sicher. Da müssen wir gleich mal gucken. Gelben Ölfilter. So, man kann das scrollen drin mit der Maus. Gut. Bauen wir jetzt hier den Ölfilter an. Das ist das schon mal neu. Schwungrad kann ich von hier unten nicht anbauen. Das muss ich von oben machen. Okay. Aber sonst noch irgendwas, was wir hier unten jetzt gleich erledigen können? Nee, ne? Jetzt können wir alles von oben wieder machen. Kommen Sie mal runter und wir gucken mal ganz kurz ins Inventar, was für ein Luftfilter das war. Aber natürlich auch mehrere. Na gut, okay, warte mal, dann müssen wir hier mal gucken. Nee. Da wollte ich hin. So, wir müssen jetzt hier mal gucken beim Zusammensetzen, was da für einer steht. Luftfilter. Ach, das war einfach nur Luftfilter. Das ist ja
Das ist ja einfach. Zack. So. Gut. Dann haben wir das nämlich auch schon mal wieder fertig gemacht. So, dann können wir jetzt den Nuffel nämlich hier auch einbauen. Zack, da dran. Dann haben wir den Auftrag oder den Teil des Auftrages schon mal fertig. Klammern hier dran. Na. Darf ich mal bitte? Danke. Sehr schön. Gut. So, dann geht's hier weiter. Dann haben wir hier das Steuergehäuse. So, dann haben wir hier noch ein Steuergehäuse. So, dann haben wir jetzt hier jede Menge Umlenkrollen. Ich hoffe nur, dass wir den... Achso, da müsste ich ja nicht mal nachgucken, ne? Dass ich die richtigen Zahnriemen da getauscht habe. Obwohl, nee, ich musste beide tauschen. Das ging ja dann, ne? So, der Riemenspanner, der jetzt hier noch fehlt. Okay, der kommt ja dann hier dann. Habe ich den eigentlich schon neu gekauft? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe. So, dann kommst du hier. Dann kommt die dicke Scheibe hier unten. Mit dem dicken Bolzen. So, du da noch dran. Dann einmal den Riemen und dann kommt jetzt hier die Riemenspanner. Da hoffe ich, dass ich einen neuen habe. Ne, habe ich noch nicht. Okay, muss ich einen kaufen. Ein Riemenspanner. Spanner. Wenn der Spanner stirbt, ist er weg vom Fenster. So. Entschuldigung. So. Hoppala. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Dann, was fehlt denn jetzt hier vorne noch? Fehlt da noch irgendwas, was ich da vorbauen muss? Eigentlich nicht, ne? Aber jetzt hier hinten haben wir noch Kraftstofffilter. Machen wir neu. Und ja, dann füllen wir mal Flüssigkeiten auf, würde ich sagen. Und zwar füllen wir mal Öl auf. Gluck, 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 gluck. Da gehen ein paar Liter rein, bestimmt. So. Gucken wir mal. Boah, sieht gut aus. So, dann machen wir hier Kühlflüssigkeit rein. Coolant. Was? Was steht da drauf? Bulbulatronics. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll, aber wir machen es da mal rein. So. Ja, meine Lieben. Ich würde sagen, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einiges fertig gekriegt. Die Filter haben wir auch gewechselt. Und jetzt haben wir hier Fahrwerksteile, die wir noch machen müssen. Und da werden wir natürlich dann jetzt einmal auf die Teststrecke mit ihm fahren müssen. Dass wir ihn einmal runtersetzen. Und dann werden wir sagen, so, wir müssen mal ganz kurz zur Teststrecke. Und müssen dann mal eine Runde fahren. Räder sind nicht justiert, sagt er schon wieder. Hm, merkwürdig. Das finde ich wirklich merkwürdig, dass er da mal mit den Rädern mir erzählt. Aber wir haben schon geile Karren hier immer, ne? Die wir hier... Weiß noch nicht, ob ich die weiterhin kaputt fahren kann. Bisschen driftig kommen, Entschuldigung. Da pfeift der Toro. So, dann gucken wir doch mal, was für Teile er ausspuckt, die vielleicht defektiös sein könnten. Zwei Teile, sagt er. Eine Federvorderachse und eine Gummilagerbuchse groß, sagt er mir. Ansonsten ist alles in Ordnung, okay. Gut. Heißt also, wir haben jetzt... Nee, Telefon wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Wir haben jetzt gefunden, Teil nicht gefunden, Feder, Vorderachse und Gummilagerbuchse. Der Wagen holpert auf unebener Strecke. Hm, hätte jetzt gedacht, dass wir das da rausfinden. Na gut, fahren wir erstmal hoch. Und gucken mal im Inspektionsmodus.
Nee. Im Inspektionsmodus, was er uns denn so da oben die Feder sagte. Vielleicht ist da ja noch ein bisschen mehr kaputt dann. Gucken wir mal hier, ob er da, ob er da, ob er da noch was finden. Sieht gut aus. Das Teil sieht gut aus. Das Teil sieht auch gut aus. Gucken wir hier mal so mal ins Rad rein. Da noch irgendwas Rotes zu finden, es holpert auf der Straße. Das ist natürlich auch eine besondere Sache, ne? Die Reifen haben wir auch schon untersucht. Die Kiste kann man auch untersuchen, okay. Mal Auspuff. Den Cut haben wir ja schon durch den Links. Da hinten ist noch eine Gummimuffe. Rot. Hier hinten haben wir die Gummimuffe. Ah, guck mal hier, der Sturz, der sieht doch scheiße aus. Und der sieht richtig kacke aus hier. Den müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. So. Ja. Der Stoßdämpfer, der sieht doch richtig scheiße aus. Mal gucken, ob wir den jetzt einfach so rausgenommen kriegen oder so. Ich weiß es nicht, was wir da alles abbauen müssen. Geht zauberhaft einfach so. So, die Buchse war rot. So. Und dann müssen wir einmal hier an der Vorderachse nochmal ganz kurz, gleich gehen wir zum Rad, danke. Mal ganz kurz das Rad runternehmen. Na, da kratzt die Felge. Müssen wir gucken, wie wir den hier am dümmsten ausgebaut kriegen. Also der muss ab. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir drücken einfach hier drauf und dann schrauben wir hier die Schrauben raus. Dann müssen wir den Stoßdämpfer in der Hand haben. Haben wir auch. Sehr gut. Okay, dann müssen wir jetzt zu der Stoßdämpferkralle hier rüber gehen. Wo ist sie denn? War doch hier irgendwo. Da ist sie. Hier müssen wir einmal den Stoßdämpfer zerlegen. Genau den. Ja, so. Dann müssen wir Teile kaufen. Wir brauchen einmal eine Feder. Vorderachse. Die brauchen wir. Wir brauchen einen Stoßdämpfer. Hinterachse 2 Rohr Öldruck. Vorderachse, Hinterachse 1 Rohr. Aber ein schönes im Inventar. Ein Rohr Gasdruck haben wir im Inventar. Okay, ein Rohr Gasdruck, dann nehmen wir den. Und dann brauche ich noch eine Gummimuffe. Nee, nicht Summi. Yummi. So, Yummi-Lagerbuchse groß, brauchen wir auch noch eine. So, und dann können wir alles hier zusammenbauen. Erstmal hier ran. Sagen wir wollen ganz gerne einen zusammensetzen. Den, den mit dem. Huch. Genau. Und das bauen wir dann hier wieder ein. Einfach ganz elegant. So. Und auch. Zack, wir machen auch eine Mutter dran. Interessant. So, dann bauen wir den hier wieder ein. Dann können wir das Rad davor nageln. Unterschiedliche Größen, ja. Dann nehmen wir das kleinere. So. Ja, genagelte Schraube ist besser als geschraubter Nagel. Gut, dann gehen wir hier in die Hinterachse dran und dann müssen wir hier auch ein paar Teile einbauen. Da hätten wir hier zum Beispiel die... Das Rad hätte ich gar nicht abschrauben brauchen dafür. Na gut, egal. So. Und dann das Rad wieder dran bauen. Das Rad. Kennt ihr das noch von Preis ist heiß, wenn das Rad immer kam? Keine Ahnung. Habt ihr Preis ist heiß früher mal geguckt? Kennt ihr die Sendung überhaupt? So, ich würde sagen, der Auftrag ist abgeschlossen. Und der war ja recht umfangreich, also da könnten wir jetzt durchaus Geld verdienen bei. Wir gucken nochmal und sagen hier Auftrag beenden. Hier haben wir alles grüne Haken, hier haben wir alles grüne Haken, alles grün, alles grün. Keine Bonus-Credits, keine Bonus-XPs für diesen Auftrag. Wir beenden den Auftrag und bekommen ordentlich Geld und haben auch noch ein paar EP dazu bekommen.
sind Level 6. Das heißt, wir können jetzt mal ganz kurz hier dran gucken und haben zwei verfügbare Punkte, die uns bei etwas beschleunigen könnte. Wir könnten zum Beispiel 20% schneller schrauben oder Montage, Demontage oder Teile reparieren. Haben wir noch nicht ausgebaut. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das schnellere Schrauben. Enter gedrückt halten. Zack. Und schon können wir noch schneller schrauben. 20%, hier um 25, 45, 55, 75. Also das kostet natürlich dementsprechend Punkte, aber hier drei Punkte nochmal zusammenkriegen. Warum ist das, was wir am häufigsten machen momentan? Und wenn wir das beschleunigen können, ist doch ganz okay. So, wir haben 4.800 Dollar. Die Frage ist, lohnt es sich damit zum Schrottplatz zu fahren, eine Schrottkarre zu besorgen oder so und diese dann hier aufzubauen? Und die ganzen Teile dafür zu kaufen und zu gucken, ob wir denn ein Auto fertig kriegen und das verkaufen können, oder machen wir lieber noch Aufträge. Ich glaube, mich reizt es ja, zum Schrottplatz zu fahren, aber ich habe halt nicht das Geld dafür, ne? So, hier hätten wir einen schnellen Ölwechsel, den kriegen wir noch durch. So, den Auftrag nehmen wir mal an. So, da sollte jetzt hier nichts weiter sein als wie, ne, Wechselöl und Ölfilter aus. Ja, machen wir noch einen schnellen Ölwechsel und dann ist die Folge für heute auch durch. So, machen wir die Täubchen auf hier. Dann können wir schon mal reingucken. Ja, motortechnisch sieht es sehr gut aus. So. Heb den Bock mal hoch. Ich brauche einen gelben, brauche ich, ne? Einen gelben Ölfilter brauche ich. So. Öl. Ja. Gelben Ölfilter gekauft. So, du bitte einmal zur Jubiläe 1. Danke. Benutzen. Und nebenbei gehen wir da mal dran und bauen den mal da ab. Und dann gehen wir ins Montieren und bauen den neuen Ölfilter ran. Man nimmt immer ein bisschen Öl und streicht es übrigens über die Dings, über die. Ich bin nochmal im Inspektionsmodus kurz. Kriegen wir da EP für? Da kriegen wir EP für. Gucken wir noch mal ein bisschen was an hier im Inspektionsmodus. Damit die Dichtung besser dichtet halt einfach. Man mir so etwas früher so mal so erklärt. Eine Weile her, wo man mir das erklärt hat, ich weiß, aber. Ja, genau so. So, EP sammeln, 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 sammeln. Wie ist es eigentlich möglich, dass wir eine ungerade Anzahl an EPs haben? Weil eigentlich wurde doch gesagt, dass ich doppelt so viele EPs kriege. Das heißt also, immer wenn ich einen kriege, muss ich auch zwei kriegen. Das heißt, ich kann gar keine ungerade XP-Anzahl eigentlich haben. Oder ist das dadurch, weil da einmal 25 gebraucht wurden und ich hatte dann halt 26 und dann hatte ich einen über? Könnte sein. Guck mal, hier macht aber ziemlich viel im Motor. Ist zeitaufwendig, aber man. Man kriegt damit was rum, ne? So. Mir noch mal ein bisschen Auspuffanlage an. So, kommt das Getriebe an. Getriebe können wir nicht angucken. Ah, doch, da geht schon was. Motor von der Seite geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Teil geht. Gucken wir noch mal kurz auf die Hinterachse. Drei Teile. Drei. Hier. Ah, ist gar nicht mal so schlecht, ne? Kannst du gut 200 EP an so einem Auto mal verdienen, an jedem Auftrag? Nur durch die Inspektion der Teile. Vielleicht findest du ja auch mal durch einen dummen Zufall dann vielleicht mal ein kaputtes Teil oder so. Ja, ganz dummer Zufall, aber. Ich weiß auch nicht, ob man XP kriegt, wenn man auf die Teststrecke fährt. Mich auch noch mal interessieren, so, dann können wir hier den hinteren Auspuff teilen noch mal, 1, 2, 3 Teile. So, hier haben wir noch mal 2 Teile, sehr schön. Gut, haben wir doch das alles gut inspiziert hier. So, gucken wir da noch mal dran. Und dann können wir eigentlich mit den Diagnosetools noch ein bisschen was arbeiten hier. Piepsen wir mal, lesen wir mal die Steuerräder aus. Und Zeug kann man sich auch selber bauen, ne? So CAN-Bus-Reader und sowas, wenn man mit Mikrocontroller gut umgehen kann. Gibt's, glaube ich, sogar in manchen Autoradios, dass die einen CAN-Bus-Reader mit dabei haben. Und dass dann bestimmte Werte quasi ausgegeben werden könnten oder können.
Da kann man ja zum Beispiel auch die Geschwindigkeit und sowas ablesen. Das war mal ganz cool. Bei VW gab es immer dieses, ach, wie hieß das, VGA 5192, keine Ahnung, was weiß ich. Irgend so ein komischer, knackbarer Computer war das. Den konnte man halt ins, mitnehmen ins, ins, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den haben. Mitnehmen ins Auto und konnte den anschließen. Und irgendwo hatte der Diagnosestecker hinter irgendeinem Plastik-Nupsi, den man abziehen konnte. Und dann hat man dort die Geschwindigkeit und alles immer sehen können. War ganz cool eigentlich. Also es hat immer Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dem Ding zu arbeiten. Aber gut, ich bin ja sowieso computeraffin gewesen. Deswegen war mir das immer, besonders viel Spaß gemacht, wenn ich dann auch dort auf Arbeit mit dem Computer arbeiten konnte. Ging ja so weit, mit meiner Ausbildung. Da hat mir ein Motortester. Da war ein ganz normaler Windows-Rechner drin. Und von da drüber war halt bloß die Oberfläche, die sich halt eben, automatisch gleich komplett geöffnet hat, von dem Motortester-Programm. Und ja, man konnte halt eben das mit Alt-Tab quasi dann quasi überspringen, beziehungsweise dann auf die Windows-Oberfläche kommen. Ja, ich habe dann auf dem Motortester diverse Spiele installiert. Naja. Lang, lang ist her. War eine Ausbildung. War eine überbetriebliche. Also das war nicht in der Vorwerkstatt. Das war dann immer dann, wo wir die Lehrgänge immer hatten. So Motorlehrgänge und sonst irgendwas. Da habe ich das gemacht. War ganz witzig. Lange ist, 20 Jahre ist her, ist groß verjährt. Das kann mir keiner mehr was. So, achso, wir gucken erstmal, ist er fertig oder ist er nicht fertig? Was sagt denn hier unser... Er sagt, es ist fertig. Ach komm, raus aus dem Auto. Raus aus den Augen, aus dem Sinn. Hat jetzt nicht allzu viel Geld gebracht, aber es gab ein paar EP dazu. Und Auftrag haben wir auch wieder einen mehr fertig. Also ein bisschen was für die Statistik. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Und... keine Ahnung, Errungenschaft freigeschalten. Gut, Tipp. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was das jetzt wieder war. Ist auch egal, wir haben immer noch 4.858 jetzt. Also sehr viel haben wir nicht dazu bekommen für den Ölwechsel. Und was ist das hier hinten eigentlich mit dem, dass das ein Werkstattauftrag ist oder wie? Nee, der hat das nicht. Warum hat der das? Sonstige Aufgaben. Ach, der hat sonstige Aufgaben. Und hier sind irgendwas klopft unter der Motorhaube und die Bremsen sind schlecht. Haben wir hier noch Schönes. Fahrzeug startet nicht. Motor gibt seltsame Geräusche von sich. Sonstige Aufgaben. 48% ist das Ziel. Da können wir schön den Motor durchsuchen. Was haben wir hier Schönes? Guten Morgen, junger Mann. Hilf mir. Ich bin gerade losgefahren. Doch dann funktioniert das Auto plötzlich nicht mehr. Es ist einfach plötzlich ausgegangen. Zum Glück habe ich ein paar gute Typen zu deiner Werkstatt geschleppt. Naja. Wenn die nicht geholfen hätten, würde ich lieber nicht weiter darauf eingehen. Aha. Gut. Bitte schau mal, was du machen kannst, um wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, sonst hat mir nach 6 Monaten in Stillwing immer alles einwandfrei funktioniert. Danke, dass du dir hier die mitten im Nirgendwo eine Werkstatt aufgemacht hast. Kann ich mal deine Toilette benutzen? Bis bald. Öl wechseln und sonstige Aufgaben. Okay, da gibt es auch sonstige Aufgaben dran. Ja, komm, dann nehmen wir den Kampagnenauftrag an jetzt hier. Dann haben wir was für die nächste Folge. Gehen wir weiter an der Kampagne und dann haben wir hier schon wieder so einen wunderschönen... Volvo-Verschnitt. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.